Aus Lust und Liebe können wirklich unpassende Paare entspringen. Willkommen zu WatchMojo Deutschland. Heute präsentieren wir dir unsere Top 10 Superhelden, die sich mit Superschurken einließen. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns romantische Verstrickungen zwischen Superhelden und ihren Widersachern an. Wir berücksichtigen Was-wäre-wenn-Geschichten und parallele Realitäten. Um die Dinge spannend zu halten, besetzen wir den Begriff Superschurken flexibel, solange der Charakter einst ein kriminelles Leben geführt hat und irgendwann einmal gegen unseren Helden angetreten ist. Nummer 10. Cyclops und Emma Frost. Scott Summers und Jean Grey waren eines der größten Comic-Traumpaare aller Zeiten. Und jahrelang kämpften sie als Paar und Partner gegen unzählige Schurken wie der White Queen of the Hellfire Club, Emma Frost. Im Laufe der Jahre veränderte sich Frosts Charakter. Sie schloss sich den X-Men an und unterrichtete am Xavier-Institut. Schließlich kamen sich die mächtige Hellseherin und Cyclops näher und begannen eine außereheliche Affäre. Als Leser geht man eigentlich davon aus, dass es sich um eine kurze Geschichte handelt. Aber nein, die Affäre führt zum Scheitern von Scotts und Jeans Ehe und endet in einer langen Beziehung von Cyclops und Emma. Nummer 9. She-Hulk and Juggernaut. Ein häufig untersuchtes Thema in Comics ist Männer mit schwachen Egos, die nicht mit der Art von Stärke umgehen können, die weibliche Superhelden auf den Tisch legen. Und She-Hulk ist wirklich stark. Infolge einer benötigten Bluttransfusion von ihrem Cousin Bruce Banner, alias Hulk, erfährt Jessica Walters eine ähnliche Transformation, behält aber ihre Intelligenz, Persönlichkeit und Selbstbeherrschung bei. Als besonnene Anwältin und Superheldin ist She-Hulk eigentlich nicht der Typ für einen One-Night-Stand mit einem aufrechten Superschurken, aber in Uncanny X-Men 435 stürzen She und Juggernaut offenbar so richtig miteinander ab. Was noch Jahre später für Getuschel sorgt. Nummer 8. Ant-Man und Beetle. In dieser besonderen Heldenschurken-Affäre landet der ehemalige Dieb, der zum Avenger Scott Lang wird, mit Tombstones Tochter Janice Lincoln, die die niederträchtige Beetle-Identität besitzt, im Bett. Das bedauert er zwar unmittelbar danach, aber zu seiner Verteidigung und der von Beetle muss man sagen, es war Teil der 2015 Secret War Story und ihre Welt endete buchstäblich am folgenden Tag. Ein Käfer muss schließlich tun, was ein Käfer tun muss. Nummer 7. Rogue und Magneto. Im Gegensatz zu der vorherigen Liebelei ist diese mutierte Romeo und Julia Geschichte viel mehr als ein One-Night-Stand. Wie ihr sicher wisst, sind Herzensangelegenheiten für Anna-Marie alias Rogue nicht einfach. Ihre Kräfte erlauben es ihr nicht, andere zu berühren, ohne sie auszuschalten, aber das hält sie nicht von der Suche nach Liebe ab. Gambit war ihre größte Romanze, aber auch mit Magneto, dem Meister des Magnetismus, hatte sie eine Geschichte. Die beiden lernten sich in den frühen 90ern auf den Zeiten von Uncanny X-Men kennen und durchliefen eine großartige Liebe im Age of Apocalypse. Sie heirateten sogar und bekamen einen Sohn, den sie Charles nannten. Nummer 6. Green Lantern and Star Sapphire. In diesem von der Norm abweichenden Fall wird eine alte Flamme zur Schurkin. Von den vielen romantischen Abenteuern, die Hal Jordan im Laufe der Jahre hatte, war Carol Ferris etwas Besonderes. Ihre On-Off-Beziehung war für das Mitglied der Green Lantern Corps schon kompliziert genug, wurde dann aber erst richtig schwierig, als Ferris von der außerirdischen Truppe Samarons für größere Dinge auserwählt wurde. Leider durchlebte sie als Star Sapphire eine lange scheußliche Phase, bis sie zur guten Seite wechselte, wofür sie heute besser bekannt ist. So viel zum Thema komplizierte Beziehungen. Nummer 5. Sue Storm und Dr. Doom. Dieser gerissene Dr. Doom ist nicht nur ein krimineller Drahtzieher und Diktator, er besteht auch darauf, Herzensangelegenheiten zu verkomplizieren. In der Secret War Story ist er Gott und Designer einer zusammengesetzten Realität und Sue Storm ist seine Frau, oder besser gesagt Susan Van Doom. Nun, das ist auch eine Möglichkeit, dem Erzfeind Reed Richards den Finger zu zeigen. In dieser Realität haben sich nicht nur Sue Storm und Victor Van Doom ineinander verliebt und geheiratet, sie haben zusammen auch zwei Kinder, Franklin und Valeria. Natürlich ist er nicht der einzige moralisch verwerfliche Charakter, mit dem sich Sue einließ. Mit Namor hatte sie auch eine Romanze. Nummer 4. Wolverine und Mystique. Wolverine ist dafür bekannt, der Beste in dem zu sein, was er tut. Und das ist entwischen, kämpfen und töten.
Aber in Bezug auf seine romantische Erfolgsbilanz ist er offenbar auch ein schamloser Frauenheld. Und das auf beiden Seiten des Schlachtfelds. In der Wolverine Get Mystic Story von 2008 führen Logan und Raven Darkholm, seitdem sie sich kennen, eine Hassliebe. Zusammen läuft alles in die falsche Richtung und in den regelmäßigen Beziehungspausen läuft alles in die richtige Richtung. Wenn ihr wisst, was wir meinen. Nummer 3. Spider-Man und Black Cat. Viele moderne Superhelden operieren in Grautönen. Peter Parker hingegen war lange Marvels eindeutiger Weltverbesserer. Er schnappte eine Menge Größenwahnsinnige und Freaks, die die Welt auslöschen wollten, und engagierte sich ebenso, wenn es um alltägliche Verbrechen wie Einbrüche ging. Deshalb ist es zugegebenermaßen recht problematisch, dass er sich ausgerechnet mit einer Gaunerin wie Black Cat einließ. Und irgendetwas sagt uns, dass ihm nicht genügend Zeit für all die anderen Einbrecher auf den Dächern von New York City bleibt. Natürlich war es mehr als nur eine Affäre, sie hatten schließlich eine Beziehung. Mehr als einmal. Nummer 2. Daredevil und Elektra. Apropos New York City Superhelden und ihre Femme Fatales. Wie wäre es mit dem Teufel von Hell's Kitchen und seiner Flamme der Auftragsmörderin? Elektras Einführung in Frank Moores gefeierter Daredevil-Folge aus den frühen 80ern liefert uns eine komplexe Liebesgeschichte, in der das frühere Liebespaar wieder zueinander findet. Obwohl sie zusammenarbeiten und ihre alten Leidenschaften wiederbeleben, streiten sie sich häufig und prügeln sich, da ihre jeweiligen Weltanschauungen grundlegend verschieden sind. Elektra würde sogar für den Gangsterboss Kingpin arbeiten. Die Liebesgeschichte endet tragisch. Elektra stirbt durch Daredevils Erzfeind Bullseye. Aber sie kommt wieder. Nummer 1. Batman und Talia al Ghul. Batmans Lieblingsflamme mag Selina Kyle alias Catwoman sein. Aber ehrlich gesagt ist sie schon so lange seine Verbündete, dass sich ihre Gaunereien eher wie eine Nebenbeschäftigung anfühlen. Und außerdem ist Batmans Beziehung zu der offenkundig schurkenhafteren Talia al Ghul weitaus beunruhigender. Ehrlich gesagt wurde ihre leidenschaftliche Nacht so oft wiedererzählt, dass wir nicht mehr wissen, was eigentlich wahr ist. Bruce Wayne wurde entweder verführt oder unter Drogen gesetzt, jedenfalls hatte er eine Affäre mit der Tochter seines Feindes, Ra's al Ghul. Und aus dieser Affäre stammte ein Sohn. Ungeachtet dessen konnten offenbar beide nicht die Hände voneinander lassen, was ihre häufigen Flirts und vielen Schäferstündchen beweisen. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.